Guten Tag, 大家好，欢迎大家走进走遍德国德语课堂。Guten Tag, meine lieben Studenten, herzlich willkommen. Unser Deutschunterricht fängt wieder an. 亲爱的同学们，大家好，欢迎大家又回到我们的德语课堂，我是你们的舒老师。在上节课上，我们学习了大量和登山这项运动相关的词汇，并通过阅读理解，了解了这项运动代表了人类挑战自然的重要意义，以及这项运动隐含的巨大危险。那么在今天的这节课上，我们将学习二个关系代词引导的定语从句，并通过相应的练习以及阅读理解来强化这个语法的掌握。最后我们还将通过一个选词填空的练习来结束这个单元的所有内容。那就让我们赶紧开始今天的学习内容吧。Bevor wir relative pronomen in genitive lernen, müssen wir zuerst die neuen Wörter von diesem Teil lernen. 那么在学习二个关系代词引导的定语从句之前，让我们先来学习这一部分的词汇。Rutschen, rutschen, 不及物动词，滑。同学们记不记得我们在前面一课曾经学过 ausrutschen, 就是滑出去、滑倒，还学过 hinunterrutschen,滑下去，都是由 rutschen 这个动词加上可分前缀构成的。Rüdiger hat einen Unfall und rutscht 80 Meter tief. Rüdiger hat einen Unfall und rutscht 80 Meter tief. Rüdiger 发生了事故，向下滑行了80米。那么同学们要注意，既然滑行位置发生改变，所以它的完成时搭配的助动词是 ist。ist gerutscht.Ist gerutscht. Geraten. Geraten. 陷入。这个动词还是非常常用的。首先，这个动词是一个不规则变化的动词。第三人称单数需要变音。Er gerät. Er gerät. 过去式和过去分词分别是 geraten, geriet, ist gerieten. Geraten, geriet, ist geraten.既然解释为陷入，那么后面加的应该是不好的处境，而且应该加上表示动态的四格介词结构。比如说陷入危险中 ,in Gefahr geraten, in Gefahr geraten, 这里的 Gefahr 表示的就是动词。或者陷入糟糕的处境 ,in eine schlimme Situation geraten, in eine schlimme Situation geraten, 陷入糟糕的处境。这里的 eine schlimme Situation 也是第四格，因为陷入表示的是动态的动作。Die Bergsteiger geraten in eine Steinlawine. Die Berg geraten in eine Steinlawine. 登山队员们陷入了一次岩崩。知道了如何表示动态的陷入危险中，那静态的处于危险中应该怎么说呢？ In Gefahr sein. In Gefahr sein.这里用了动词 sein 来表示状态，所以这里的 Gefahr 应该是表示静态的第三格。Das Leben der Bergsteiger war in Gefahr. Das Leben der Bergsteiger war in Gefahr. 当时登山队员们的生命处于危险中。Der Besteiger, die Besteiger, der Besteiger, die Besteiger. 一看就知道是及物动词 Besteigen, 攀登的名词。所以是登山者、攀登者的意思。Wer waren diese vier Eigerbesteiger? Wer waren diese vier Eigerbesteiger? 当时那四位攀登艾格峰的登山者是谁？ Deren, deren, dessen, dessen. 这两个就是我们这课要学习的引导定语从句的二格关系代词，它们表示的都是一种从属关系。那么如果他们所修饰的名词是阳性或者中性，我们就用 dessen 这个关系代词。但是如果他修饰的名词是阴性或者复数名词，我们就用 deren 这个关系代词。例如 Es waren vier Besteiger, deren Ziel die gefährlichste Wand der Alpen war. 这句句子的主句是 Es waren vier Besteiger, 就是那四位登山队员。后面的定语从句 deren Ziel blah blah 是修饰前面的 Besteiger， 也就是修饰的是登山运动员。
四位登山运动员是复数，所以我们选择 deren 这个关系代词 deren Ziel 表示二个的从属关系，也就是他们的目标。他们的目标是什么？他们的目标是阿尔卑斯山地区最危险的山壁。所以如果我们把这个定语从句放到前面去修饰 besteiger， 也就是他们就是那四位目标是阿尔卑斯山地区最危险山壁的登山运动员。再看一句， einer von ihnen war ernst, dessen Hand verletzt wurde. einer von ihnen war ernst, dessen Hand verletzt wurde. 他们中的一员就是 ernst， ernst 的手都受伤了。这里的 dessen 修饰的是前面的 ernst， 因为 ernst 是男性，所以我们用 dessen 这个关系代词。ernst 的手受伤了，我们翻译的时候就是他们中的一员就是那个手部受伤的 ernst。 所以在单词表里把 deren 翻译成他们的， dessen 翻译成他的，只适用于这两句例句。而在实际运用中，同学们要看这个 dessen 或者 deren 它修饰的到底是什么名词，而且这个地方和是不是人没有关系，取决于它修饰名词的词性。阳性和中性我们就用 dessen， 阴性和复数名词就用 deren。 psychisch psychisch 心理的精神的。 seine psychische Kraft war am größtenSeine psychische Kraft war am größten. 他的精神力量是最强大的。那么同学们这里要区分 psychisch 和德语里另外一个形容词 psychologisch 的差别。psychisch 指的是和你心灵相关的，和你精神相关的，而 psychologisch 指的是心理学的，因为它来自于一个名词 die Psychologie。Der Nachname, die Nachnamen. Der Nachname, die Nachnamen. 姓氏 Nachname 就是写在名字后面的那个部分。因为德国人姓名的顺序和我们相反，所以他们写在后面的部分当然就是他们的姓氏，也就是 Der Familienname. Der Familienname. 而他们的 given name, 也就是他们的名字，就是我们通常所说的 Der Vorname.Der Vorname 写在前面的名字。 Wie lautet der Nachname des berühmten Bergsteigers? Wie lautet der Nachname des berühmten Bergsteigers? 那位著名的登山运动员他姓什么？ Beinahe Beinahe 几乎差一点，这个副词就等于 fast fast。 TödlichTödlich 形容词致命的，来自于名词 Tod Tod 死亡。 Sein Unfall wäre beinahe tödlich gewesen. Sein Unfall wäre beinahe tödlich gewesen. 他的那次事故差一点就是致命的。这里的 wäre tödlich gewesen 是第二虚拟，表示差一点就致命了。Die Tinte, die Tinten. Die Tinte, die Tinten. 墨水。Blass, blass. 形容词苍白的。如果我们看到一个同学或者一个朋友因为不舒服或者因为恐惧脸色苍白没有血色，我们就可以说 Du siehst blass aus. Du siehst blass aus. 你看起来好苍白。Die Tinte, mit der Rüdiger in sein Tagebuch geschrieben hat, ist inzwischen ganz blass geworden. Die Tinte, mit der Rüdiger in sein Tagebuch geschrieben hat, ist inzwischen ganz blass geworden. 中间的定语从句是修饰前面的墨水的。那个 Rüdiger 用来写日记的墨水现在已经褪色了，说明墨水的颜色已经变浅了。Nicht einmal, nicht einmal.连什么也不，我们可以把 nicht einmal 等于什么呢？等于 sogar nicht, sogar nicht, 甚至不。Der Eiger ist nicht einmal 4000 Meter hoch. Der Eiger ist nicht einmal 4000 Meter hoch. 这句话表达出什么语气呢？艾格峰其实连4000米都还不到。
也就是相当于 Der Eiger ist sogar nicht 4000 Meter hoch， 表示在说话人的眼中，埃格峰的高度还不能和一些世界屋脊的高度相提并论。Sich abspielen， sich abspielen， 反身动词，发生进行。这个反身动词就相当于另外一个动词 geschehen， geschehen， 发生。Doch in der Nordwand haben sich schon viele Bergsteigerdramen abgespielt. Doch in der Nordwand haben sich schon viele Bergsteigerdramen abgespielt. Das Drama, die Dramen. Das Drama, die Dramen. 一般指的是悲剧的戏剧。所以虽然艾格峰不是很高，但是在它的北壁却已经发生了很多登山者的悲剧了。这里的 sich abspielen 就是 geschehen， 就是 passieren， 指的是没有安排的、没有预料到的发生。vergeblich， vergeblich， 徒劳的。meist， meist， 副词，大多、大都。其实就等于我们学过的另外一个表示时间频率的副词 meistens， meistens， 大多数情况下。我也可以用一个词组来表示这个含义 ，in the meisten Fällen， in the meisten Fällen， 在大多数情况下 ，gelingen， gelingen， 这个动词非常的重要，它是一个不及物的动词，也是不规则变化，表达的意思是成功。我们先看一下它的过去时和过去分词 ，gelingen， gelang， ist gelungen， gelingen， gelang， ist gelungen。因为你成功了，改变了事情的状态，所以助动词要用 ist。 那么这个成功的用法要注意，主语不可以是人，必须是事情。比如 Their plan is gut gelungen， Their plan is gut gelungen， 计划圆满的成功了。那有同学可能要说了，那如果我想表达我成功的做了某事，应该怎么说呢？那我们就用到代促不定式。如果我说我终于成功地通过了考试，我们就可以做这样一个句子 ：Es ist mir gelungen, die Prüfung zu bestehen. Es ist mir gelungen, die Prüfung zu bestehen. 在这句句子里 ，gelingen 的主语其实还是事情，就是后面的代促不定式，通过考试。那人怎么办呢？我们要表示谁成功地做成了某事，就把这个谁做成三格宾语和 gelingen 连用，也就是某人成功地做成某事，这个词组应该是 es gelingt jemandem etwas zu tun， es gelingt jemandem etwas zu tun。 erstmals， erstmals， 副词，第一次。好，现在来看一句长一点的例句。Nach einigen vergeblichen Versuchen, deren Ende meist tödlich war, gelang es zwar Österreichern, erstmals die Nordwand zu durchsteigen. Nach einigen vergeblichen Versuchen, deren Ende meist tödlich war, gelang es zwar Österreichern, erstmals die Nordwand zu durchsteigen. 在经过几次徒劳的结果都是致命的尝试之后，有两名奥地利人终于首次成功攀越了北壁。这句例句中间的 deren Ende meist tödlich war 就是一个定语从句，它修饰的是前面的 versuche 尝试，因为 versuche 是 versuche 的复数形式，所以选择了 deren 这个关系代词，也是那些徒劳的尝试，当时的结果都是致命的，也就是造成了很多的伤亡。 folgen， folgen， 不及物动词，追随，跟随。这个动词就相当于英语里面的 follow， 只不过它不及物。那么我跟随谁呢？就要加一个三个宾语。如果我说你在前面走，我跟着你 ，ich folge dir， ich folge dir， 要加三个宾语。Viele versuchten ihrem Beispiel zu folgen， viele versuchten ihrem Beispiel zu folgen。这里 folgen 的三个宾语是 Beispiel。也就是很多人看他们成功了之后呢，都尝试去模仿他们的样子，也就是跟随他们的脚步继续攀越艾格峰的北壁。Der Held die Helden，
Der Held, die Helden, 英雄。注意，英雄是一个弱变化阳性名词，同学们可以在后面再加上一个 an， 也就是它的复数形式和它二三四格单数形式都需要加上 an。Ein Held muss sehr mutig sein. Ein Held muss sehr mutig sein. 作为英雄，必须是无所畏惧的。Mutig， 勇敢，充满勇气的。Der Nationalstolz. Der Nationalstolz. 民族自尊，民族骄傲。Stolz 解释为骄傲或者骄傲的，我们一般搭配的是介词 auf。我为你感到骄傲，就是 Ich bin stolz auf dich， 做形容词 Ich bin stolz auf dich。 那如果我为我自己的民族或者自己的国家感到骄傲 Ich bin stolz auf meine Nation， 那么就是 Nationalstolz， 民族自豪感了。 Für die Nazis war Nationalstolz selbstverständlich。 Für die Nazis war Nationalstolz selbstverständlich。对于纳粹来说，民族自尊、民族骄傲是理所当然的事情。Die Schlagzeile, die Schlagzeilen, die Schlagzeile, die Schlagzeilen， 大标题。这个单词在我们学和报纸、媒体有关的单词时曾经出现过。Schlagzeilen findet man in Zeitungen. Schlagzeilen findet man in Zeitungen。我们说头条或者说大标题可以在报纸上找到。Schlagzeilen machen, Schlagzeilen machen， 引起轰动，也就是我们现在所说的上头条。Heldentum machte damals Schlagzeilen, Heldentum machte damals Schlagzeilen。 Heldentum 就是一般的英雄气概或者英勇事迹，在那个时候要上头条的话，你得具备英雄气概，也就是人民很喜欢听这些和英雄事迹有关的故事。Die Diktatur, die Diktaturen, die Diktatur, die Diktaturen， 专政、独裁。Der Zweck, die Zwecke, der Zweck, die Zwecke， 目的。Die Diktaturen Deutschland und Italien benutzten die Erfolge der Bergsteiger für ihre politischen Zwecke. Die Diktaturen Deutschland und Italien benutzten die Erfolge der Bergsteiger für ihre politischen Zwecke. 当时的独裁国家德国和意大利利用了登山队员们的成功来为他们的政治目的服务。Verlaufen, verlaufen.进行，经过。这个动词呢，通常强调的是事情是如何进行、如何发展的，所以一般会比较喜欢常用和形容词连用，就是 etwas verläuft irgendwie， etwas verläuft irgendwie， 就是某事是如何进行的，某事是如何发生的。就因为它表示的是发生这个状态发生改变，所以它也是搭配助动词 ist 的。第三称单数 verlaufen es verläuft， verlaufen es verläuft， 过去时候过去分词 verlaufen verlief ist verlaufen， verlaufen verlief ist verlaufen。 Das eigene Abenteuer verlief erfolgreich， das eigene Abenteuer verlief erfolgreich， 艾格峰的冒险进行得非常的顺利。这里的 erfolgreich 就是形容词来修饰前面的 verlaufen。 feiern feiern， 我们学过这个及物动词庆祝。那么如果我们这个 feiern 它支配的四格宾语恰巧是人的话，其实就有表示向谁祝贺的含义。 Die Bergsteiger wurden als Helden gefeiertDie Bergsteiger wurden als Helden gefeiert. 这是一个过去式的被动态，表示的意思就是登山队员们得到了英雄凯旋般的欢迎。这里的 as 表示的是作为，也就是人们把登山队员是看作是英雄那样来欢迎，那样来祝贺的。Die Ausrüstung, die Ausrüstungen. Die Ausrüstung, die Ausrüstungen. 装备来自于动词 Ausrüsten， 给谁配备装备。Ausrüstung und Technik
sind inzwischen viel besser. Ausrüstung und Technik sind inzwischen viel besser. 眼下装备和技术都比以前要好多了。Ein Risiko eingehen. Ein Risiko eingehen. 冒风险。Das Risiko 是风险的意思。这个词组呢是固定搭配，一般我们说冒险就会用到 eingehen 这个可分动词。那如果我说我可不冒险，我们就用否定词 kein Risiko eingehen, kein Risiko eingehen. Warum gehen die Bergsteiger so ein Risiko ein? Warum gehen die Bergsteiger so ein Risiko ein? 登山队员们为什么要冒这样的风险呢？同学们可以记两个和风险 risiko 有关的单词，形容词 riskant 有风险的。如果我说这个计划很危险，有风险，我就可以说 their plan is the riskant. Their plan is the riskant. 再记一个动词 ein risiko eingehen. 如果我用一个动词来替代这个词组的话，就是 riskieren. Riskieren 就相当于英语的 risk.冒险，它是及物的，所以如果我说你这样去爬山，不是拿你的生命在冒险吗？那我就可以说 dein Leben riskieren, dein Leben riskieren. 舒老师胆子是比较小的，舒老师可不敢去爬像艾格峰北壁这么危险的山峰啊。好，在刚刚学习词汇的时候，其实已经出现了二格关系代词引导的定语从句 relative pronomen。In genitive, 让我们再来通过几个例句学习一下这个语法现象。我们之前也学习过定语从句 relative sets。我们知道定语从句是用来修饰主句中的名词的。那么这个关系代词可以是一格、三格或者四格。那么有的时候这个关系代词也可以是二格。我们今天这节课上就要学习以二格关系代词引导的定语从句了。那么这个二格关系代词呢非常的简单，和从句的内容是一点关系都没有的。你只要看这个关系代词它修饰的名词本身是什么词性的，如果是阳性或者是中性呢，那么我们就用 dessen 这个关系代词。如果修饰的那个名词恰好是阴性或者是复数的名词，我们就用 deren 这个关系代词。也就是万一你不知道前面所修饰的这个名词到底是阴阳中性还是复数，你蒙一下是不是也有 50% 做对的概率呢？好，让我们来看一下下面几个例句。 Der Eiger, dessen Höhe weniger als 4000 Meter beträgt, ist einer der berühmtesten Berge in den Alpen. 主句是什么？ Der Eiger,ist einer der berühmtesten Berge in den Alpen. 艾格峰是阿尔卑斯山地区最著名的山之一。那么中间的定语从句很明显修饰的就是主句里的艾格峰 der Eiger. 因为艾格峰是阳性的，前面有 der, 所以呢我们就用 dessen 这个关系代词。dessen Höhe weniger als 4000 Meter beträgt.注意，既然是做二格的关系代词，它后面肯定有个名词，因为二格表示的是从属关系，也就是艾格峰的高度还不到4000米。那翻译的时候，我们可以把定语从句翻译到修饰的名词之前，也就是高度还不足4000米的艾格峰，其实是阿尔卑斯山地区最著名的山峰之一。再看下一句 ，Rüdigers Tagebuch。Dessen Tinte inzwischen ganz blass geworden ist, erzählt von seinen Bergabenteuern. Rüdiger 的那本墨水都已经褪色了的日记，讲述着他当时登山的冒险经历。这句话的主句是什么？ Rüdigers Tagebuch erzählt von seinen Bergabenteuern. Rüdiger 的日记讲述着他当时登山冒险的故事。中间的定语从句很明显应该修饰的是前面的 Tagebuch 日记。是什么样的日记呢？是这本日记的墨水现在都已经褪色了。那么我们看日记是中性的，所以我们也是用 dessen 这个关系代词 dessen Tinte 表示的就是这本日记里的墨水。
同样，理解的时候，我们可以把定语从句放到所修饰的名词之前。也就是 Rüdiger 的那本《眼下墨水都已经褪色了》的日记，讲述了他当时登山的冒险故事。好，刚刚两句例句都是由 dessen 引导的定语从句，下面我们再来看看关系代词 deren 怎么做。Die eigene Nordwand, deren Besteigung sehr gefährlich ist, wird trotzdem immer wieder bestiegen.攀越起来极其危险的艾格峰北壁仍然受到众多登山爱好者的欢迎。这句句子的主句是 Die eigene Nordwand wird trotzdem immer wieder bestiegen。尽管这样，艾格峰的北壁仍然总是被攀越。那么中间的定语从句 deren Besteigung sehr gefährlich ist 很明显修饰的是前面的名词 Nordwand。北壁，因为 Nordwand 是阴性的，所以我们用关系代词 deren 来修饰它，也就是北壁的攀越非常的危险。再看一句 ，Die Bergsteiger, deren Leben in Gefahr war, sind stolz auf ihren Erfolg。那些当时生命都处于危险中的登山运动员们，都对自己的成功而感到骄傲 ，stolz auf etwas sein。对什么感到骄傲？这句话的主句是 Die Bergsteiger sind stolz auf ihren Erfolg。登山运动员对自己的成功感到骄傲。那么中间的定语从句 deren Leben in Gefahr war 很明显修饰的是前面的 Bergsteiger 登山运动员。从定冠词 die Bergsteiger 可以看出，登山运动员不是单数，而是复数。既然是复数，我们就用关系代词 deren 来修饰它 deren Leben。他们的生命当时处于危险中。下面就请同学们自己来完成两个练习吧。还有一点难度，不知道同学们填对了没有？我们一起来看一下刚刚的那段课文。Der Eiger, an dessen Fuß der Ort Grindelwald liegt, ist nicht einmal 4000 Meter hoch. 主句是 Der Eiger ist nicht einmal 4000 Meter hoch. 艾格峰还不到4000米。那么中间 an dessen Fuß, 在他的脚下。那么这里的 Fuß 指的可不是我们人的脚，而是山脚。艾格峰的山脚，艾格峰是阳性的，所以是 an dessen Fuß。可能 Grindelwald 这个地名大家还熟悉一点，所以用这个地名来标明艾格峰的所在地。Grindelwald 这个地点呢，就在一座山的山脚下，这座山就是艾格峰，它的高度还不到4000米。
Die 1800 Meter hohe Nordwand, in der sich schon so viele Bergsteigerdramen abgespielt haben, macht den Eiger so berühmt. 这句又是一个定语从句，主句是 Die 1800 Meter hohe Nordwand macht den Eiger so berühmt， 也就是那座高达1800米的北壁，使得艾格峰如此的有名。那么这个北壁怎么会让艾格峰出名的呢？要看定语从句了。在这里发生了如此众多的登山者的悲剧。这里用了一个词组 sich abspielen， 就是发生或者上演。Im Jahr 1938, nach einigen vergeblichen Versuchen, deren Ende meist tödlich war, gelang es zwei Österreichern und zwei Deutschen, erstmals die Nordwand in 4 Tagen zu durchsteigen. 那么这句话呢，又是一个定语从句，主句是 Im Jahr 1938, nach einigen vergeblichen Versuchen,gelang es zwei Österreichern und zwei Deutschen erstmals die Nordwand in 4 Tagen zu durchsteigen. 也就是在1938年，在若干次徒劳无功的尝试之后，终于有两名奥地利人和两名德国人首次成功攀越了艾格峰的北壁。中间的定语从句 deren Ende meist tödlich war 是修饰前面的 versuche 的。也就是在经历了若干次徒劳无功，而且结果都致命危险的尝试之后，终于有人成功攀越。这里因为修饰的是前面的 Versuche， 所以用表示复数的关系代词 deren。Viele versuchten ihrem Beispiel zu folgen， 那么就有很多人想要复制他们的成功经验，也就是模仿他们。In dieser Zeit, in der Heldentum und Nationalstolz immer öfter Schlagzeilen machten, benutzten besonders die Diktaturen Deutschland und Italien die Erfolge der Bergsteiger für ihre politischen Zwecke. 在那个英雄事迹、民族自尊大受欢迎、通常可以登上头条的年代，独裁的德国和意大利，他们利用登山者的成功为他们的政治目的服务。Noch in den 60er Jahren wurden Bergsteiger, deren eigene Abenteuer erfolgreich verlief, in vielen Zeitungen als Helden gefeiert. 直到60年代，这些在艾格峰历险中获得成功的登山队员们，在很多报纸上还是被当成英雄一样来赞扬。这里的从句 deren eigene Abenteuer erfolgreich verlief 修饰的是前面的 Bergsteiger。因为这个登山队员是复数，所以用了关系代词 deren。这些登山队员们，他们的艾格峰冒险是成功的。Auch heute noch ist für einen Bergsteiger, dessen Ausrüstung und Technik inzwischen viel besser ist als 1964, die eigene Nordwand einer der größten Herausforderungen。即使到了今天，对于一个装备和技术都远比1964年好得多的这个登山队员来说，艾格峰的北壁也永远是最大挑战中的一个。这句句子里的定语从句 dessen Ausrüstung und Technik 修饰的是前面的 einen Bergsteiger， 对于一个登山者来说，所以是单数阳性，我们就用关系代词 dessen 了。同学们通过这个练习可以检验自己对二格关系代词的掌握。通过这节课和上节课对登山这项运动的介绍，我们对登山有了进一步的了解。Die Bergbesteigung ist gefährlich und riskant. 登山是非常危险的一项运动。既然存在危险，那么山地营救，也就是 die Bergrettung 所存在的重要性就不言而喻了。那么接下来，请同学自己完成一个选词填空的练习。这是一封被救援的对象写给救援队的感谢信。好，在讲解答案之前，让我们先来看一封募集捐款的广告信。这封信来自于救援队。Das kann jedem passieren.
这会发生在每个人的身上。这里的看表示的是可能性。Beim Bergsteigen ausgerutscht， 爬山的时候滑倒了。Beim Skifahren in eine Lawine geraten， 滑雪的时候陷入了雪崩之中。Sich im Abstiegsweg geirrt， 下山的时候迷路了。Die Bergrettung hilft und rettet Menschenleben， 我们的山林救援会提供帮助，并且拯救人们的生命。Helfen Sie der Bergrettung mit einer Spende， 请您用捐款来帮助我们救援队。可见救援队在经济来源上也不是非常的宽裕。那么看到这封募集捐助的广告之后呢，住在因斯布鲁克的 Vienna 坐不住了，他给救援队写来了下面这封信。我怎么知道 Vienna 住在因斯布鲁克呢？因为在信的最上方是他的地址。他的正文是这样的， Lieber Retter， 亲爱的救援队员们， Vor drei Wochen war ich beim Klettern in den Bergen， als es unerwartet zu schneien anfing。三周前，当毫无征兆开始下雪的时候，我正在山里爬山。这里 vor drei Wochen 是一个时间状语，表示的是在三周前。后面是一个时间状语从句，当天空开始下雪的时候，因为这是过去一次性的，所以我们要用连词 as。Es war furchtbar kalt. Meine Finger waren blau gefroren und ich konnte mich fast nicht mehr an den Griffen in der Wand festhalten. 当时实在是太冷了，我的手指都已经冻紫了。Blau 是蓝色，在这里可以指因为冻僵而变成紫色。我几乎不能抓住山壁上的把手。Sich an den Griffen festhalten 就是把自己固定在把手上，也就是抓住把手。Auch die Haken konnte ich kaum noch sehen. 而且挂钩我也看不见了。Ich kann euch gar nicht sagen, wie dankbar ich war, als ihr mit dem Helikopter gekommen seid und uns, trotz der großen Gefahr für euch selbst, vom Berg geholt habt. 所以我无法用语言表达，当你们驾驶着直升机，冒着对于你们同样巨大的危险，把我们从山中救走的时候，我是有多么的感激。Ich kann euch gar nicht sagen， 就是我用语言表达不出我这个感激之情。第五个空缺少的是主语，我们可以从两个动词 gekommen seid 和后面的 geholt habt 看出主语应该是你们。还有句子里有一个人称代词的第四个 euch， 可见这个写信的人跟救援队员是独称的，他用你们来称呼他们。第六个空格从后面的 der großen Gefahr 可以看出，后面的 der großen Gefahr 不是二格就是三格，所以前面应该缺的是一个介词。 trotz 表示的是尽管，要求加的是二格。 trotz der großen Gefahr für euch selbst，尽管你们也是冒着巨大的危险，你们还是把我们给救了。Ja, das kann jedem passieren. 没错，这样的事可能发生在每个人的身上。Und gerade ein begeisterter Bergsteiger wie ich kann jederzeit wieder in eine Notlage geraten. 就像我这样的一个爱好登山的人，随时随地都可能再次陷入这样的危险处境。这里的 ein begeisterte Bergsteiger 就是一个狂热的登山爱好者，那么后面的 ich 很明显就是做一个比较，就像我这样的登山爱好者。 Ich habe euer Bitte um Spenden für die Arbeit der Bergrettung gesehen und habe gleich einen Scheck ausgestellt. 我看见了你们号召大家来为救援工作捐款的呼吁，所以我马上就开出了一张支票。Ich habe schließlich selbst erfahren, mit welcher Energie ihr euch bemüht, Menschenleben zu retten. 因为我毕竟亲身经历过，你们是以什么样的能量努力地去救援人们的生命。第九个格子缺少的是完成时的助动词 ,Ich habe erfahren, 我经历过。而第十个格子缺少的是代促不定时的促。主句里的词组是 sich bemühen,sich bemühen 努力，那么努力做某事，我们可以说 sich bemühen etwas zu tun，
sich bemühen, etwas zu tun. 这里就是努力救援他人的生命。好，最后再让我们学习几句碰到紧急情况可以应对的德语句型。如果自己不舒服或者自己发生了伤害事件，我们可以怎么来表达呢？我们一起来看一下。Hilfe, Hilfe, 救命啊，救命。这个是不是就像英语里面喊 help 是一样的呢？ Hilfe 是动词， helfen 的名词。Ich brauche Hilfe, Ich brauche Hilfe, 我需要帮助。Ich bin verletzt, Ich bin verletzt, 我受伤了。Verletzen, 及物动词，伤害。那么 verletzt, 第二分词，表示我受伤了。有的时候如果我想表示你的话伤害了我，我也可以说 Ich bin verletzt。 这个 verletzt 既可以指身体上的，也可以指心灵上的。 Ich blute, Ich blute, 我在流血。这里的 bluten 是不及物动词。 My arm is gebrochen, My arm is gebrochen, 我的胳膊断了。 Brechen, 破或者断。那么这里的 my arm 也可以换成别的身体部位。 Können Sie mir bitte helfen? Können Sie mir bitte helfen? 您能帮助我吗？好，这些句型是我们在碰到紧急情况下如何寻求他人的帮助。那如果碰到别人发生意外，我们又该如何提供帮助呢？ Was ist passiert? Was ist passiert? 发生了什么事？ Können Sie mich hören? Können Sie mich hören? 您能听见我在说话吗？ What tut es weh? What tut es weh? 哪儿疼？这里有一个可分动词 wehtun, 不及物。疼痛的部位做主语，如果头疼就应该是 mir tut der Kopf weh, mir tut der Kopf weh, 人做成三格。Sind Sie verletzt? Sind Sie verletzt? 您受伤了吗？ Haben Sie sich etwas gebrochen? Haben Sie sich etwas gebrochen?身上有哪里受伤或者骨折的地方吗？这里的 sich 是三格，因为 etwas 是四格。如果是胳膊断了，就可以说 Ich habe mir den Arm gebrochen. Ich habe mir den Arm gebrochen. Ich rufe sofort einen Krankenwagen. Ich rufe sofort einen Krankenwagen. 我马上就叫救护车。Der Krankenwagen.Ein Wagen für die Kranken, 病人乘坐的车就是救护车了。好，在今天的这节课上，我们学习了二格关系代词引导的定语从句。我们知道两个关系代词 dessen 和 deren 的使用取决于它们所修饰的名词的词性。然后我们通过练习对这一语法规则进行了操练。最后我们还完成了一个比较难的选词填空的练习，并且学习了在发生事故或者其他特殊状况紧急情况下有用的句型，学习了如何向别人寻求帮助，如何向他人提供帮助的句型。这样我们也就结束了第六单元的所有学习内容。下节课我们要来到位于德国南部三国交界的美丽的波登湖，我们将学习下个单元的基本词汇，并对波登湖做简单的介绍和初步的了解。那我们今天的课就上到这里吧，我们下节课再见。 Auf Wiedersehen!